Hallo, kennt ihr das nicht auch? Ich meine, wenn man zu kurze Nägel hat, dann traut man sich irgendwie auch nicht wirklich, so ein richtig tolles Design anzuwenden. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr euch trotzdem mit kurzen Nägeln raustraut, so ungefähr. Also, wem es schwerfällt, sich die zu lackieren, weil ihr sie zu kurz findet, dem habe ich eine Abhilfe. Und zwar werden wir die Nägel optisch länger machen. Aber dafür braucht ihr ja schon ein klitzeklein bisschen Übung. Wir fangen erstmal mit dem Finger hier an, ja? Der schöne Mittelfinger. Und zuerst brauchen wir so eine Art Unterlack oder Klarlack, was immer ihr habt. Also Basecoat, ja? Und danach lasst ihr das schön trocknen. Und wenn ihr das habt, dann kommt hier ein Tippeter zum Einsatz. Der ist schon geswatcht auf unserer Homepage. So, ich habe jetzt hier mal was drunter gelegt. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr mit Nagellack arbeitet, immer was drunter zu legen. Papa. So. Okay. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut sehen. Ich fahre das nur nochmal nach, weil es ein bisschen abgeblättert ist. Und dann zieht ihr also eine French-Spitze. French ist die Verzierung von den vorderen Nägeln, falls ihr es nicht wisst. Das sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, der kommt aber gleich nochmal zum Einsatz. Okay, ihr könnt jetzt zwischen Lila und Pink wählen. Und ich nehme Lila. Zwar benutze ich den von Essence. Der heißt Return to Paradise. Das ist die Nummer 02 in der Little Orchid. Das ist ein knalliges Lila. So, und wenn das dann trocken ist, dann lackieren wir uns den Nagel bis zum French damit. Dann müsst ihr sehr sauber arbeiten, damit da nichts über die French hinausgeht. Und das streift ihr am besten den Pinsel auch gut ab. Das ist schon schwieriger. Ich hoffe, ich habe das jetzt ganz gut hingekriegt. Also, Return to Paradise. Okay. Jetzt müssen wir den trocknen lassen. Okay, wenn der Lack trocken ist, dann machen wir folgendes. Erstmal könnt ihr wieder hier ausbessern, falls ihr drüber gemalt habt. Und zweitens wagen wir uns jetzt an unser Design ran. Unser Ziel ist es, dass wir senkrechte Streifen über den Nagel malen. Natürlich habt ihr jetzt kurze Nägel und deswegen passen auch nicht so viele Streifen drauf. Aber es soll folgender Effekt wirken und das ist auch bewiesen, wenn ich mal so sagen darf. Längsstreifen den Nagel länger machen. Das heißt, wenn ihr mit kurzen Nägeln zu kämpft habt oder Nägel kaut oder so, oder sie leicht brechen, dann könnt ihr das da drauf tun und dann brechen sie nicht mehr so leicht. So, zum Schluss kommt dann noch Topcoat drüber. Und was ich jetzt noch sagen wollte, mit der Farbe sieht es auch gut aus. Das ist Essence eine Pink von Color & Go. Okay. Also, so sieht es aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Kommentiert und abonniert. Und tschüss.